Da hat die uns voll verraten. Ah, das gibt's doch nicht, ey. Oh nein! Hab ich jetzt nicht kommen sehen, wa? Hab ich nicht kommen sehen. Scheibenkleister. Na toll, ey. Verwandelt er sich? Krass, das sah gerade schon so aus, als wenn er schon so. Schon kurz beim. Ja, geht rüber. Im Status ist. Was haben sie dir angetan? Nein! Nein! Lass das! Sie haben seine Zunge abgeschnitten. Er wollte nicht aufhören zu reden. Oh mein Gott, Louis! Nein, nein! Scheiße, ey. Ich hatte keine Ahnung. Tut mir leid. Es tut mir so leid. Sie werden dafür bezahlen. Ich bring dich nach Hause. Ich hätte sie. Wir bring dich nach Hause. Verschwinden von hier, okay? Ach Gott, Alter. Bringen wir dich nach Hause. Ganz ruhig. Ich bin total traumatisiert, ey. Ist ja gut. Ist ja gut. Bald bist du zu Hause. Haben sie ihm die Zunge rausgeschnitten? Ich glaub's nicht, Alter. Was sind denn das? Und Alter. Und da macht die. Mini macht auch noch mit? So lange bleiben wir hier nicht. Das ist. Da hab ich keine Worte für, ey. So, okay, wir müssen irgendwie raus aus der Zelle. So, okay. Sie ist da drüben. Rede mit Louis. Aha. So, im Schrank kann man nichts machen. So, okay. Können wir noch irgendwie eine Info vielleicht aus Louis bekommen? Ich hole uns hier raus. Vielleicht müssen wir auch mit Violet drüben erstmal sprechen, irgendwie. Ach, Gott, das wäre. Wie liegt denn da drüben? Clem, alles in Ordnung? Mir geht's gut. Wo ist AJ? Hier drüben. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Scheiße. Oh. Aber wir haben noch nicht abgelegt. Wir haben noch etwas Zeit, uns zu retten. Naja, die Bombe tickt. Die Bombe tickt und wir sind eingesperrt. Scheiße. So, betrachte den Riegel. Kriegen wir den irgendwie mit irgendwas hochgehoben irgendwie? Jemand hier einen Schal bei, einen Gürtel, ich könnte irgendwas. Ich ihn bearbeiten, wenn ich ein Werkzeug oder... Verdammt, sie haben ein Messer. Das war klar. Die haben uns natürlich alle mitgenommen. AJ, hast du noch dein Messer? Bestimmt nicht, oder? Ja, sie haben nur das Große gefunden. Gut, du musst es Messer zu mir rüberschieben. Okay. Schwupps. Okay. Jetzt haben wir schon mal eine Klinge. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob sie will jetzt da mit der Klinge, will die sie jetzt an dem Stahl rumeiern oder was? Das ist doch Quatsch, was soll das werden? So, okay, wir haben hier einen Holzrahmen, aber selbst da wird es halt echt schwer. AJs Klinge, für den Notfall, bearbeite. Jetzt sind Rost hier Schweißnähte, du kriegst das damit nicht auf. Egal, was du tust, lass es. Ich sag dir, es lohnt sich nicht. Geh zurück. Ist sie wach? Jawohl. Gut. Wer? Ich übernehme jetzt. Lilly, Alter. Verräterin.
ist Abel? Er ist tot. Wir haben ihn getötet. Wir haben ihn abgestochen. Verdammt, du kleines Monster. Hey. Verdammt! Wir haben ihm Gnade gezeigt. Er hatte Angst, ein Monster zu werden. Also haben wir es verhindert. Wir haben seinen Wunsch erfüllt. Ja, bestimmt. Geh zurück. Was soll denn diese unverhältnismäßige Gewalt gegenüber Kindern hier irgendwie? Was denkt sie denn, was jetzt da... Also, ich verstehe dich, Leute. Was erhoffen die sich davon? Minerva, öffne die Tür. Jawohl. Also wollen sie jetzt einfach psychologisch brechen irgendwie, damit sie einfach das tun, was sie wollen? Oder weil das sind doch jetzt... Da ist doch schon so viel Gegenaktion gewesen irgendwie, dass Nach sie niemals für die Ärger kämpfen würden. Mit dir sollte ich dich erschießen und über Bord werfen. Aber ich bin wirklich beeindruckt. Erst machst du diese Idioten zu einer Kampftruppe und tötest dann zwei meiner erfahrensten Soldaten. Und dann schleichst du dich mit einer Herde auf mein Schiff. Wenn ich ein Ass wie dich zum Delta bringe, hat sich diese ganze Scheißmission vielleicht doch gelohnt. Jemand wie du, so jung, mit so viel Potenzial? Du willst mich haben. Lass die anderen gehen. Lass uns ein Deal machen. Wir verhandeln hier nicht. Ich sage dir, wie das Ganze jetzt laufen Schade. Wird. Schade. Mein Vater, Larry, war beim Militär. Als ich ein Kind war, hat er jede Menge Regeln aufgestellt. Verschwendung hat ihn am meisten irritiert. Wenn ich das Licht anließ und aus dem Zimmer ging, rastete er aus. Egal, wie oft er sich über die Stromkosten beschwerte. Ich habe nie dran gedacht, das Licht auszumachen. Und? Eines Tages war der Strom weg. Er mochte praktische Beispiele, damit man sieht, dass Taten Konsequenzen haben. Kein Fernsehen und kein Föhn mehr. Aber Larry, immer Gast, nicht sehr schlau von ihm. Eure Familie ist voller Arschlöcher. Das ist nicht die schlauste Methode, jemandem was zu zeigen. Tatsächlich die dritte Variante wählen, aber... Es war extrem. Die aber haben ich die Waffen. Habe das Licht dann immer ausgemacht. Mein Vater hatte Fehler, aber er hat mir gezeigt, dass Beispiele beim Lernen gut sind. Willst du darauf hinaus? Eine Lektion? Entspann dich. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Nennen wir sie die Zwillingsparabel. Zwei Mädchen wurden von zu Hause entführt und an einen neuen Ort gebracht. Sie mussten ihre Freunde und Familie zurücklassen. Das war zuerst schwer. Sie haben oft geweint. Aber der neue Ort war ein guter Ort. Dort gab es Maisfelder und Schweine. Zum ersten Mal seit Jahren wurden die Zwillinge satt. Sie konnten duschen, hatten saubere Kleidung, Betten. Sie erhielten Waffen und lernten, sie zu benutzen. Die Leute dort waren nett zu den Mädchen. Im Gegenzug mussten sie nur helfen, die Gruppe zu schützen. Dieser Ort hatte nämlich viele Feinde. Mörder und Diebe, die das wollten, was es dort gab. Wollten sie ihre Zunge abschneiden? Das geschieht nur mit Leuten, die nicht die Klappe halten können. Eins der Mädchen erkannte, dass der Ort den Kampf wert war. Sie hörte auf zu weinen. Aber der andere Zwilling... Sie konnte ihr Zuhause nie vergessen. Sie hat alles abgelehnt. Oh. Jedes Geschenk, jede Möglichkeit. Hat immer Ärger gemacht. Und sie überredete ihre Schwester, ein Floß zu stehlen und über den Fluss zu fliehen. Natürlich kam sie nicht weit. Ja, was passierte dann, machen musste. Minerva? Ich habe sie getötet. Meine Was Güte! Zur Hölle? Mini, nein! Deine Sag, eigene das nicht Zwillingsschwester. Stimmt. Deine eigene Schwester? Warum bloß? Alter. Sie wollte mich mit ihren Lügen vergiften. Und? Ich habe einen Fehler gemacht. Ich sollte meinem Zuhause gegenüber loyal sein. Ob's dir gefällt oder nicht, du gehörst jetzt zu uns, Claire. Die Frage ist,
Welcher Zwilling wirst du sein? Der Loyale oder der Tote? Was hast du bloß mit ihr gemacht? Du verdammte psychotische Hexe! Du bist böse! Durch und durch böse! Okay, Lily, das war deutlich genug. Wir müssen die Situation jetzt erstmal kurz hier entschärfen. Was? Nein! Du kannst kein Soldat in ihrer Armee werden! Tut einfach niemandem mehr weh. Gut, ich freue mich, dass du so schnell nachgibst. Wie schon gesagt, ich verhandle Alter, hier nicht. Es ist... Hol das Großmaul aus der Zelle. Sie haben die Moral der Geschichte nicht kapiert. Da müssen wir wohl etwas nachhelfen. Was wird das jetzt? Twilight, nicht weh. Oder ich tue dir weh. Ganz ruhig, Kleiner. Sonst tun wir dir weh. Was zur Hölle? Nein! So, das eskaliert jetzt hier gerade irgendwie ziemlich beschissen. Ganz ruhig. Halt. Nein. Es muss doch nicht noch mehr wehtun. AJ! Mit dem Mut der Verzweiflung hat er sie ihr Mike Tyson. Du Wahnsinniger! Ja, okay, aber was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das reicht. Er hat nicht gebissen. Ich habe gesagt, es reicht. Okay, Violet hat wahrscheinlich dadurch jetzt ihre Hand nicht verloren. Oder ihre Finger. Du verdienst den Tod. Aber so richtig hat sich das auch nicht angefühlt. Scheiße. Glaubst du, du kannst mich töten? Ich weiß es. Wir werfen dich in den Fluss. Oder wir stechen mit dem Messer in deinen Kopf rein. AJ, jetzt entspann dich kurz ein bisschen. Große Worte für einen kleinen Kerl. Ich weiß, ich kann es. Was geht in so einem Kopf von so einer erwachsenen Frau vor irgendwie? Ich war im Recht. Bei sowas, jetzt. Was musst du für ein Mensch sein? Peng. Ein Monster. Du hast also Marlin getötet. Du wärst sicher ein guter Soldat. Lily, bitte, tu AJ nicht weh. Ich tue, was du willst. Clem, bedeutest du wirklich sehr viel, was? Ich muss wirklich jetzt gucken, irgendwie, dass wir jetzt hier die Kuh vom Eis kriegen. Das ist... Los, unterhalten wir uns. Nur wir beide. Nicht doch. Das sieht verdammt noch nicht doch. Clem! Nein, bitte! Clementine! AJ! Behalt sie im Auge, Minerva. Lily, nein! Lass das Schiff ablegen. Ich will hier weg. Und zwar schnell. Ich werf den Boiler. Nein. Die Bombe. Hör auf. Wag es nicht, mich so anzusehen. Nur so können wir überleben. Wer bist du? Scheiß aufs Überleben! Sieh dich doch an! Minnie, bitte. Ich will nur eine Sekunde mit dir reden. Tut mir leid, dass wir nie nach euch gesucht haben. Tut mir leid, dass wir Marlin vertraut haben. Ach, schnell, mach schnell, mach schnell. Wenn ich es geahnt hätte, dass ich weiß. Ich weiß. Okay. Sophie ist tot. Ihr müsst es alle verstehen. Dies ist der einzige Weg. Macht, was gesagt wird. Oder ihr sterbt. Scheiße. Okay. Eure Freunde sterben. Wenn ihr tut, was sie sagt, dürft ihr leben. Ihr alle. Hey. So, jetzt gleich ran mit dem Messer. Ja, nicht rumfackeln. Komm. Hinter dir. Ah. Du bist hier das verdammte Problem. Ah. Oh, nee. Ich lasse nicht zu, dass wegen dir alle sterben. Schnell. Komm, Clemmy, kämpfe. Los, Violet, ein bisschen Hilfe wäre cool. Mach schnell, schieß doch bitte einfach. Warum denn in die Schulter? Wieso denn nur die Schulter? Nee, komm, da brauchst du jetzt ja nicht irgendwie mit auf Mitleid hoffen hier. Das ist, also, wirklich. Los, wir müssen hier weg. Ich kann dich nicht zurücklassen. Doch, kannst du. Geh, ich komm nach. Nein, Mann, wieso macht das doch nicht so kompliziert? Violet. Ich muss AJ finden. Wir sehen uns an Land, ja? Die regen mich so, Falle. Mhm.
behauptete nicht. Mann! Ist hier nicht zuträglich für meinen Puls. So, da steht noch einer. Mist, wir schaffen den Boiler an. Okay, jetzt müssen wir uns... Wir müssen uns beeilen. Damit können wir arbeiten. Gelange zu Agent. Ja, ich kannte Clementine schon lange vor dieser Sache. Sie wird sich fügen. Kann mich nicht bewegen. Kann ich's machen? Was ist denn das jetzt hier? Du wirst dich auch fügen, wenn ich kann mich nicht bewegen. Wir dir bieten können. Viel zu essen, ein weiches Bett für euch beide. Ihr könnt auch im selben Zimmer schlafen. Hallo? Ey, sie bewegt sich nicht. Sie macht nichts. Was ist denn das für eine Scheiße? Warum geht ihr nicht? Also mal. Das Einzige, was ich jetzt machen kann, ich kann jetzt wirklich auf einen sehr gnädigen Savepoint hoffen irgendwie. Bitte, bitte, guter Savepoint, komm. Okay. Oh. So, jetzt sollte funktionieren, hoffentlich, bitte. Mist, die werfen den Boiler an. Damit können wir arbeiten. Es fördern. Okay, jetzt kann ich mich bewegen. Oh, Schwein gehabt. Ich schon lange vor dieser Sache. Sie wird sich fügen. Du wirst dich auch fügen, wenn du siehst, was wir dir bieten können. Viel zu essen, ein weiches Bett für euch beide. Ihr könnt auch im selben Zimmer schlafen. Ich habe noch einen auf dem Dock erwischt. Ein weiches Bett für euch beide. Das ist Ten. Nein, das ist Ten. Scheiße! Hast du dich verlaufen, Tennyson? Er war nicht alleine. Ich will dir noch was zeigen. Oh nein. Willi, haben sie auch wahrscheinlich? Scheiße. Okay, ich muss erstmal an AJ dranbleiben. Okay, James haben sie auch gekriegt. Kein Wunder, dass da so viele Beißer waren. Hieltest dich wohl für schlau, als du die Beißer hergebracht hast? Oder war das Clementines Idee? Keine Erwiderung? Dann weißt du, dass du mir keine Angst einjagst. Ist das so? Ah, blöde Situation. Ich sag mal, so wie das irgendwie. Ich finde James sympathisch, aber wenn ich mich entscheiden muss, entscheide ich mich für AJ. Dank mir haben sie einen Grund zum bei Ten ist es leider genauso. Wie habe ich die Wahl zwischen AJ und Ten, muss ich mich für AJ oder werde ich mich für AJ entscheiden. Ich will es nicht, aber ich werde es tun. Für sich, sonst niemanden. Mach schon. Nein! Jetzt wurde voller Spucker gewesen gerade hier. Was zur Hölle? Okay. Ganz ruhig, Ten. Schieß einfach, Ten. Leg sie doch erstmal mit dem Gewehr um und dann die andere. Schieß! Jetzt atmen wir erst einmal alle tief durch. Gib meine Freunde zurück. Leg die Waffe hin. Lass sie gehen. Alle. Sonst. Oh, nee. Na schön, dann tu es. Tu es. Rette deine Freunde. Deswegen bist du doch hergekommen, oder? Er wird's nicht machen, oder? Ach so. Du bist zum Weinen hier. Ten. Du siehst doch nicht wie ein Soldat aus. Bitte, nein! Nein! Okay, AJ hat's wieder gerissen. AJ beißt sich halt einfach durch. So hört sich das. Sehr schön. So, wir greifen mit in den Kampf ein. So, jetzt geht's ab. Jetzt wird's, wo ist er? Da ist er. So, schnell zur Waffe. Komm, Clemmy, komm. Nicht doch. Ja, genau. Schön auf die Kniescheibe. Oh, shit. Oh, schafft er nicht. Scheiße. Ich war nicht schnell genug. Mist. Also mit dieser Shift-Kombination innerhalb dieser Quick-Times-Satz ist echt kacke. Achso, okay, ich brauch wesentlich länger. Komm, Clemmy, los! Los! Das Schlimme ist, du musst natürlich dann auch den Finger von der Shift-Taste runternehmen. Los, komm! Verdammt, großer Fick!
großer... Was für eine Verschwendung! Ah. Ah, sehr schön. Aber warum denn ins Bein? Mann, AJ! Killer AJ, los! Ah. Alter! Das muss so krass wehtun. Ah, okay, okay. Wer hat jetzt die Knarre? AJ hat die Knarre. AJ wird's machen. AJ, warte! AJ zieht's durch. Ich gebe auf! Ich gebe auf! Legt die Waffe hin, dann lasse ich euch alle gehen. Meine Crew und ich verschwinden und lassen euch in Ruhe. Wenn wir ihm jetzt sagen, er soll sie erschießen, irgendwie haben wir AJ verloren. No! AJ, sie ist nicht gefährlich. Doch, sie ist gefährlich. Sie ist hochgradig gefährlich. Ich weiß nicht, was sie getan hat. Ah. Sie schnitt einfach seine Zunge ab. Du musst das nicht tun. Bitte. Es ist ein Trick. Sie wird nicht aufhören. Wage es bloß. Scheiße. AJ. Gib mir die Waffe. Sie darf niemandem mehr wehtun. Ich will nicht sterben. Tu es, AJ. Scheiße. Leute, was soll ich sagen irgendwie? Mir ist klar, was das jetzt mit AJ macht irgendwie, aber... AJ! The following day... Oh Mann. Okay, da haben wir nochmal Glück gehabt. Oh, warte mal hier, waren mehrere Schüsse. Ach, ey. Okay, okay, okay. Kippt das Boot? Ja, wir haben Schlagseite. Ach, shit, die Bombe ist schon explodiert. Nein, unser Cappy! Unser absoluter super Lieblings-Cappy! Oh, nein! Okay, wir müssen ganz schnell zu AJ. Ist das ziemlich laut? Ja, Shift und E. Okay, okay, okay. Runter, runter, runter. Konzentriert bleiben. Können wir eventuell schon das Beiboot zu Wasser lassen, aber da sind lauter Zombies. Das wäre nicht gut. AJ, du musst mir vertrauen. Du musst jetzt einfach loslassen. Und ich fange dich. Oha, okay. Wo? Was für ein Kreis denn? Oh, da! Ich hab ihn! Oh, AJ, festhalten, festhalten, kleiner Mann! Ah, festhalten! Ja, zieh dich hoch! Komm, los, 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 arbeite mit! Ich hab dich, ich hab dich! Bitte! Ja, ich hab dich! Oh, Gott sei Dank! Oh, so. Okay. Wir müssen einen Weg hier runterfinden. Dieses Schiff wird bald untergehen. Okay, oh, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Da können wir runterklettern. Erstmal müssen wir darüber. Ja, ich wollte gerade sagen, wie wollen wir da erstmal hinkommen? Okay, also wieder raus aus dem Boot. Wir müssen springen. Das ist weit. Das weiß ich, aber es geht nicht anders. Ja, das Seil reißt. Du bist erst da dran. Du brauchst Anlauf. Ich weiß nicht, Clem. Du schaffst das. AJ, lauf und Schaka. Spring. Los, du AJ. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ja. AJ, just do was it. Was machen wir, wenn wir Angst haben? Weg zu Benny jetzt auch mal sagen. Los geht's. Schön, er hat es geschafft. Komm schon, Clem. Sehr gut. Ja, ich glaube, das wird nicht funktionieren.
Komm, Clemmy. No. Warum ist jetzt Don Cool? Warum? Okay. Okay. Können wir da hochklettern? Okay, können wir schaffen. Ja. Höchste Eisenbahn. Oh Gott. Los, Clemmy, zieh dich hoch. Ach, überall brennt's. So, warte mal. Na, wir können auch nur A drücken. Okay. So, nein. Uncool. Oh, shit. Oh, nicht doch. AJ, alle klar, Kumpel? Alle klar? Los, weiter, Clemmy. Los. Beeil dich, bevor das Ding abreißt. Jetzt springen. Spring hoch. Clemmy, jetzt los. So, weiter, weg da. Jetzt ist die Markise. Lauf doch auf den Mittelhollen. Oh, shit, lauter Zombies. Wir sind dann keine Waffe, ja, nichts. Wir haben keine Chance. Okay, finden wir da vielleicht irgendwie irgendwas zum Erwehren? Ein Messer, ein was? Was für ein Penner, als wenn wir jetzt hier noch die große Gefahr wären. Oh shit. Okay, was? Wo denn? Wo denn? Soll ich den Pfeil nehmen? Da, Pfeil. Uah. Nein! Oh! In den Kopf geschossen, Alter. Wieso das denn? Okay, wir müssen auf den Fuß. Tatsächlich habe ich jetzt damit gerechnet, ihm das Ding ins Knie zu rammen. Im Ast rein, Elder Scroll-Style. So, okay, wir holen jetzt den Pfeil. Da! Zack! Da hast du ihn, du Penner! Du Schwein! Ja, das her! AJ hat's wieder gerissen. So, und... Eieieiei. Benny, grüß dich! Hey! Komm schon! Okay, sieht gut aus. Wir sind erstmal... Also, wo... Wir haben noch keinen unserer Freunde vom Boot geholt. Aber wir sind erstmal unter dem Boot. Der Koffer, wir haben es geschafft. Ich kann wirklich nur hoffen, dass wir ein paar geschafft haben. Weil ansonsten sind wir in der Schule alleine. Das ist ja auch nicht gut. So, okay, Clemmy, dann hoch mit dir. Komm. Komm zu dir, schnell. Na toll. Oh, das hat sich auch schon mal. Sehr, sehr cool. Du bist hier! Sehr gut. Tut mir echt leid wegen deiner Zunge. Aber wenigstens lebst du noch. Du hast keine Ahnung, wie froh ich bin, dich zu sehen. Lass mich los, Mann! Oh, wie? Schnell, wir müssen Violet helfen. Schnell! Jawohl! Headshot, Baby! Alles in Ordnung? Ja, mein Hintern ist verkokelt, aber ich bin okay. Sehr gut, das höre ich gern. Scheiße, dass das funktioniert hat. Ja, Louis kann halt nicht mehr sprechen, ihn haben sie die Zunge rausgeschnitten. Was ist mit Minnie passiert? Ich weiß es nicht. Nach der Explosion herrschte Chaos. Flim! Okay, das sind ziemlich viele. So, das sind noch die Feinde. Die ist es nicht schade. Sollen die so ruhig ablenken? So, wir schleichen uns weg. Ah, okay. Asim hat es auch geschafft. Der andere auch. Das sind mehr Beißer, als ich zählen kann. Die Explosion hat sie direkt zu uns gelockt. Bleibt ruhig. Wir wussten, dass es kommt. Wir müssen nur von diesem Strand weg. Sieh dich mit der Maus um. Um nach einem Fluchtweg zu suchen. Also da ist schlecht. Da sieht's gut aus. Hey! Da!
Das ist doch Ruby und Ruby, Willy! Willy. Danke. Los, verschwinden wir von hier. Es hört nicht auf mit diesem kleinen Dörr. Mach sie fertig. Ja, als wenn wir jetzt hier euer großes Problem sind, ihr Penner. Runter! Scheiße. Deckung, Mann! Los! Hat was befriedigt, muss ich sagen. Oh, oh. Schnell, Deckung. Was ist oben? Schon rein. Ja, das ist, was? Bleib mir vom Feld! Warum? Achso, okay, sie schießt auf die Zombies. Ich bin nicht gewillt, sie zu retten. Muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie. Die hat uns dermaßen verraten, hat ihre eigene Zwillingsschwester getötet. Also, ich glaube ja an Vergebung, aber... Die bringen sie noch um. Und damit ist der Drops jetzt eh lutscht gerade. Also entweder hacken wir jetzt noch schnell die Hand ab. Okay, wir haben die Vorräte. Ich werde direkt hinter dir sein. Sobald es eine Chance gibt, werde ich es warten. Das ist hochdramatisch. Okay, also bis jetzt sieht es ganz gut aus, tatsächlich. Wir sehen uns, wenn wir von dem verdammten Strand weg sind. Mit Sicherheit. Bis jetzt sieht es nach einem vollen Erfolg aus. Aber das wird nicht so bleiben, AJ, hab ich fast Angst. Geh mit ihm. Nein, ich bleibe bei dir. Danke, Kleiner. Okay, gut, sie kämpft da hinten noch. So, ich... Ah, schieße die Beißer. Na, okay. So, das haben wir. Da bin ich ja wie Legolas. So, die wird... Oh. Ja, ist vorbei. Heb die letzte Kugel für dich auf, Mäuschen. Granate, komm! Du hast alles verloren! Du nicht!